Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein Quick Tips Video und ich habe wieder 5 Tipps für euch. Diesmal zum Thema Kinder beruhigen. Alles, was ich hier nenne, kommt bei uns meistens abends zum Tragen. Kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei anderen Kindern auch manchmal einfach während des Tages eine ganz, ganz gute Idee ist. Und wir starten einfach mal mit Tipp Nummer 1. Und zwar ist das ganz, ganz klassisch Haare kämmen. Das ist etwas, was ich fast jeden Abend bei Svea tatsächlich mache, ihr die Haare kämmen und mit dieser Holzbürste zum Beispiel dann auch so über den Rücken zu streichen. Oder sie liebt es auch mit dem Tingle-Teaser die Haare gekämmt zu bekommen, natürlich ganz, ganz vorsichtig. Und das entspannt natürlich einfach. Und da kommen wir schon zu Tipp Nummer 2. ASMR. Das ist ASMR. Diese Klanggeräusche, die so ein wohliges Gefühl auslösen. Und das könnt ihr selber machen, wenn ihr da Bock drauf habt auf dieses Experiment, dann guckt einfach, auf welche Trigger eure Kinder einfach reagieren, wovon sie sich beruhigen lassen. Ansonsten gibt es da auch wundervolle Videos. Ich habe mal ein Video zu ASMR gemacht, was das so ist. Das verlinke ich euch mal. Und mein liebstes ASMR-Video für Kinder verlinke ich euch auch mal hier oben und unten in der Infobox. Das mag Vincent tatsächlich sehr, 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 sehr gerne und guckt sich das abends vor dem ins Bett gehen sehr gerne an. Das waren meine ersten 2 Tipps. Mein dritter Tipp sind ganz klassisch Massagen. Also nicht im Sinne von, ne, wie bei uns, so, wo es auch ein bisschen wehtut, sondern richtig klassische, schöne Entspannungsmassagen. Das mögen meine Kinder unglaublich gerne. Vince mag sehr gerne, wenn ich ihm die Fußsohlen massiere. Bei Svea ist es der Rücken. Und entweder malt man was Schönes drauf oder man hat halt wirklich ein schönes Öl und massiert die auch. Und wenn wir auch bei dem Thema Ölen sind, meine liebsten ätherischen Öle für die Kinder zur Entspannung oder zum Beruhigen ist natürlich Lavendel ganz klassisch und Serenity. Den rieche ich einfach viel, viel lieber als Lavendel. Ich bin jetzt nicht so ein großer Lavendel-Fan. Die Kinder stört es allerdings nicht. Und auch das hier gemischt mit einem Trägeröl und dann hat man ein Massageöl, was halt auch noch, ne? Es riecht, also schon der Geruch entspannt die Kinder. Dann die Tätigkeit an sich entspannt die Kinder, ist einfach perfekt. Lavendel mache ich auch sehr, sehr gerne in so eine Sprühflasche. Und sprühe da vorher zum Beispiel, bevor wir ins Bett gehen, die Kissen damit ein oder so. Und ansonsten wird es immer, also Serenity, immer diffust, während wir ins Bett gehen. Also das beginnt schon beim Geschichtelesen und so, da diffust das zum Beispiel schon. Mein vierter Tipp sind Meditationen. Ich wurde letztens gefragt, wann ich mit Vince angefangen habe. Da war er, glaube ich, 4. Da haben wir das erste Mal den kleinen Schmetterling gemacht. Das ist auch unsere liebste Kindermeditation, nach der er auch immer wieder fragt, die verlinke ich euch auch gerne mal hier oben. Die finde ich wunderschön. Auch sowas kann man mit Kindern machen. Einfach geduldig sein. Die müssen dabei nicht die Augen geschlossen haben. Die können die auch aufhaben und dann so ein bisschen an das Meditieren einfach ranführen. Und mein letzter Tipp sind Entspannungsgeschichten. Zum Beispiel aus diesem Buch hier: Prinz und Prinzessin Farbenfroh aus dem Regenbogenwald. Da habt ihr 6 Entspannungsgeschichten für Kinder ab 3 Jahren drin. Und mit sehr, sehr schönen Bildern übrigens. Und hier zum Beispiel. Und die kann man Kindern sowohl abends vorlesen als auch zwischendurch. Wenn man die Kinder einfach mal so ein bisschen runterholen will, holt man das Buch raus und liest ihnen eine wunderschöne Entspannungsgeschichte vor. Das waren meine 5 Tipps, wie ihr Kinder so ein bisschen beruhigen könnt, runterholen könnt, für Entspannung sorgen könnt. Wenn ihr noch einen Tipp habt, dann schreibt den jetzt super gerne in die Kommentare. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!